Wo liegt denn das Problem? Oh, verstehe. Manche Pikmin wollen dir nicht an die Oberfläche folgen, ja? Es scheint ein Limit zu geben, wie viele Pikmin und wie viele Arten von Pikmin gleichzeitig an der Oberfläche sein können. Aber um die anderen musst du dir keine Sorgen machen, wenn du deine Truppe auswählst. Alle verbleibenden Pikmin warten in der Zwiebel an der Beagle. Wir sind dann mit der Beagle hochgeflogen. So, ihr kommt mit. Ihr kommt mit und ihr kommt mit. Jo, ist okay. Da haben wir eine ausreichende und gute Auswahl an Pikmin. Das ist in Ordnung. Eine neue Pikmin-Art. Sie überraschen mich immer wieder. Na, noch haben wir noch keine neue Pikmin-Art. Du willst deine Truppe neu ordnen? Entlasse sie dazu erst mit Y. Na gut. Das geht nicht. Aber interessant. So, die Zwiebel kommt. Dann können wir wahrscheinlich noch 10 weitere Pikmin im Feld haben. Das ist super. Wir holen uns außerdem noch die Uhr dort oben. Oder auch nicht. Muss ich doch noch anders ran. Das müssen wahrscheinlich die Flügel-Pikmin machen. Okay. Und dann könnten wir noch versuchen, das Rohmaterial dort oben hochzubringen. Aber wahrscheinlich brauche ich dann noch mehr Pikmin. Wir gehen einmal nach Hause, holen welche, bringen das Rohmaterial hin und dann gehen wir auch in die nächste Kaverne. Nämlich die da. Wenn wir dorthin kommen, aber das dürfte funktionieren. So, komm, wir sind mit dir, ja, nicht viel schneller. Du kannst jetzt 10 Pikmin mehr mitnehmen. Damit sollte das Erkunden um einiges schneller vorangehen. Das will ich hoffen. So, wir nehmen erstmal euch wieder mit. Und dann nehmen wir noch ein paar von den gelben und von den roten. So, auf geht's. Wir brauchen jetzt den Ton. Denn der Ton macht die Musik. Wir könnten schon in die nächste Kaverne gehen, aber ich traue mich irgendwie nicht. Die Kaverne haben wir durch. Das Teil hier muss fertig gebaut werden. Wir brauchen nur 31 Stück. Okay. Alle sind in Auftrag gegeben worden. Das bedeutet, wir werden die Brücke gleich fertig haben. Können dann auf die andere Seite. Und da unten müssen wir noch das Elektroteil kaputt machen. Und dann am Ende auch noch weiter. Hoffentlich laufen die nicht wieder zurück. Wenn die Brücke fertig ist, sollten sie eigentlich stehen bleiben. Ihr seid schon cool. Ich mag euch. Und ich freue mich auch, dass wir so viele wunderbare Pikmin wiedersehen. Oh mein Gott, es ist einfach gut, dass dieses Spiel wieder existiert. Das macht ihr wunderbar. Hervorragend. Bau der Tonziegelbrücke ist abgeschlossen. Jetzt machen wir noch unten das Elektroteil auf. Und im Anschluss werden wir uns dann um die nächste Kaverne kümmern. Die letzte für heute. Für diese Expedition. Ein bisschen Zeit ist noch. Das schaffen wir. Vorausgesetzt, sie kriegen das Teil hier kaputt. Oh Gott, da müssen wir auch noch hin. Das Gebiet ist groß. Wir nehmen schon mal die Steinchen mit nach Hause. Und dann ist das hier frei. Da müssen wir auch gar nicht mehr so viel machen. Auch wenn mich jetzt natürlich interessiert, was dieses Vieh da hinten ist. Das scheint so zu tun, als wäre es ein Pikmin. Aber ist es nicht. Na gut, da gucken wir uns demnächst um. Jetzt gehen wir erstmal noch in die letzte Kaverne. Seid ihr bereit, meine lieben Pikmin? Ihr seid die einzigen, die jetzt noch mitkommen müssen. Und dann auf geht's. Ich glaube, 2 haben wir noch. Bin mir gar nicht so sicher. Nee, falsche Taste. Plus. Ah, wie ich sehe, interessierst du dich für die Karte. Wusstest du, dass sie über eine ziemlich praktische Funktion verfügt? Neu entdeckte Höhlen sowie Orte, an denen ein Hindernis beseitigt wurde, werden mit dem und dem markiert.
Gehst du zu einem solchen Ort, verschwindet das Symbol. So kannst du den Überblick über deine Aufgaben behalten. Das ist praktisch, dankeschön. Ah, aber jetzt kann ich auch schwenken. Oh mein Gott, endlich. Hier ist noch eine Kaverne und da ist noch eine Kaverne. Die beiden müssen wir auf jeden Fall noch machen. Die ist durch, da ist ein kleines Fähnchen dran, da auch. Heißt, die sind komplett durch und das Teil wurde gerade fertig gebaut. Das heißt, wir haben schon wieder einiges gefunden, gesehen und werden uns jetzt erstmal noch um die letzte Kaverne kümmern, bevor wir dann hier mit diesem Tag soweit abschließen. Und ich finde, dass wir auch schon ziemlich viel wieder mitgenommen haben. Wir sind wieder sehr weit gekommen. Fabrik, Labyrinth. Ja, ich denke, das ist in Ordnung. Ich kann die anderen sowieso nicht mitnehmen, unsere Eispikmin. Von daher bin ich damit einverstanden. Muss sicher sein. Fabriklabyrinth. Fortschritt 0%. Gerettet 0. Geschätze 0. Es sieht so aus, als wenn wir auch dort jemanden retten können. Die Frage ist denn, wie viele Leute hier auf diesem Planeten überhaupt gestrandet sind? Das ist ja unglaublich. Oh nein, Hundi! Oh nein, das ist gar nicht gut. Du wurdest von Orchin getrennt. Was ist das Protokoll für eine Situation wie diese? Pass auf, Bisozimt. Du musst dich mit Orchin verständigen und einen Treffpunkt finden. Halte Y gedrückt, um die Aktion aufzurufen. Wechsle dann mit Hilfe von dem zu Orchin. Okay. Was? Ach so, da unten. Ah, okay. Gut, er scheint das Zeug irgendwie zu uns bringen zu wollen. Orchin kommt nicht weiter. Er könnte jetzt deine Hilfe brauchen. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Okay, ich komme hier gar nicht lang. Im Prinzip hänge ich hier jetzt fest. Richtig? Warte mal, und wenn ich X drücke? Ah, das funktioniert. Naja, ich sprinte. Aha. Okay. Die Fließbandrichtung hat sich jetzt geändert. Ich kann es nachvollziehen, ja. Das heißt, hier muss ich im Prinzip dafür sorgen, dass die Fließbandrichtung sich ändert. Und er das Material mit nach Hause bringt. Ich verstehe. Gut, dann machen wir erstmal das hier kaputt. Okay. Sagen den Pikmin, dass sie das schon mal mitnehmen sollen. Mal sehen, wie die das jetzt machen. Die gehen oben hin. Ah ja, und liefern das so zurück. Das könnt ihr natürlich mit dem Puzzleteil hier nicht. Gut, das heißt, ich muss hier nochmal die Fließbandrichtung ändern. Oh Gott, interessant, interessant. Aber da muss man auch erstmal drauf kommen, auf diese ganzen Aufgaben und Möglichkeiten. So, jetzt kommen die weiter. Kommen sie wieder weiter. Und damit haben wir sowohl das Puzzleteil als auch alles andere, was dort war. Jetzt müssen wir nur noch an den Haufen daran kommen. Neuen Schatz eingesammelt. Ja, zwei fehlen noch. Oje. Etwas blockiert den Weg der Pikmin. Ja, das ist nicht schlimm. Das kriege ich mit Orchin gelöst. Wir machen andere Dinge für mehr Sorgen. Nee, Orchin, du nicht.
der Pikmin-Typi. So, und dann brauchen wir euch noch, damit wir an das Skateboard rankommen. Uff, eine Ladung Rohmaterial wurde transportiert. So, hier kommen sie jetzt nicht lang. Heißt, ich muss wieder auf Ogin. Aber das ist ganz schön anspruchsvoll für die erste Mission, die wir jetzt hier im Prinzip im ersten Gebiet haben. Und die neu ist. Da müssen jüngere Spieler erstmal drauf kommen. Sagen wir es mal so. So, ihr kommt mit. Dann lauft ihr schon mal in die Mitte. Das dürfte funktionieren. So, jetzt kommt ihr wieder weiter. Und wir holen die ganzen Pikmin jetzt erstmal ab. Und wir haben die 1500. Das heißt, wir können jetzt schon in ein neues Gebiet. 1500 Glycerium gesammelt. Bisu Zimt, Ogin, ihr habt es geschafft. Toll gemacht. Mit der Energie, die wir dank euch sammeln konnten, können wir das Radar der Shepard weiter reparieren. So, ihr kommt alle mit. Und jetzt gehen wir weiter. Ab nach Hause. Oh Gott, nee. Ach nee, es geht gar nicht nach Hause. Es geht noch tiefer. Noch schlimmer. Auch die Pikmin, die nicht zu deiner Truppe gehören, folgen dir. Möchtest du fortfahren? Ja. Das ist auch gut so. Die gehören ja eigentlich zu meiner Truppe. Fabriklabyrinth Ebene 2. 50% sind geschafft. Zwei Schätze haben wir und es fehlt im Prinzip noch jemand Gerettetes. Und wir haben schon wieder genügend Rohmaterial, um uns zumindest die zweite Rüstung fertig zu machen, die Frostschutzrüstung. Und mit der könnten wir dann tatsächlich gegen jedes Schwein gut bestehen. Aber wir brauchen auch noch sehr viel für Ogin. Ogin hat bisher noch gar keine Rüstung. Wir brauchen noch die ganzen Motivationspunkte. Oh! Nee, du kommst mit. Ist hier irgendwo jemand gestrandet? Scheint so. Ja, durch dich kriegen wir Honig. Das ist ganz lieb, aber ich brauche dich im Moment noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Und gucken mal, dass wir dieses Teil hier kaputt machen. Und wir bekommen eine Gummiente. Schön. Viel Spaß beim Tragen. So, hier komme ich nicht durch. Das ist alles zu. Und da hinten ist der Ausgang, so wie es aussieht. Da müssen die Gelben ran. Und hier müssen wir rüberfliegen. Aber unten sind auch noch Pikmin, deswegen gehe ich erstmal runter. Neuen Schatz eingesammelt. So, dann steigen wir ab, nehmen die gelben Pikmin mit. Kann es vielleicht sein, dass die gelben Pikmin gar keine eigene Zwiebel bekommen? Aber ich habe doch auf dem Bild gesehen, dass die Zwiebel verschiedene Farben hatte. Muss doch irgendwie gehen. So, ihr geht nach Hause, holt das ganze Zeug dann zurück. Wir gehen auch hoch, wir benutzen auch dieses Teil hier. Ui. Der Hund ist cool. Ich liebe ihn. Also ganz ehrlich, am Anfang habe ich gedacht, Hund? Was soll der denn jetzt noch in Pikmin machen? Aber das ist so genial, was die damit dann vorhatten und daraus gemacht haben. Unglaublich. Gefällt mir. Richtig gut. So, wir fahren auf die andere Seite. Drücken den Knopf. Eisenzäune sind im Boden versunken. Nicht alle, so wie es aussieht. Aber zumindest der zur Tüte und zum Ausgang. Aber wir müssen ja noch hier irgendwie durchkommen. Aber die Eisenzäune sind verrostet, also müssen wir von der anderen Seite ran. Gut. Rauf auf das Teil, das uns rüberbringt. Dann zu dem Eisenzaun hier drüben, der versunken ist. Und dann haben wir die Möglichkeit, erstmal die Tüte runterzukloppen. Dann haben wir jederzeit einen Durchgang. Das ist schon mal sehr schön. Viel Spaß, da hinten ist auch noch ein bisschen was, das könnt ihr dann nachher mitnehmen. Und ich nehme jetzt erstmal die gelben Pikmin, die das Teil hier kaputt machen dürfen. Viel Spaß. So, ihr kommt mit. Holt mir bitte die Lupe. Das sollte reichen. Jo. Elektrozaun ist auch abgerissen. Oh, ihr seid so stark, ihr seid so toll. Ihr seid richtig gut. Und wir können hier jetzt sogar die Beagle herrufen. Basis verlegen. Die Basis kann jetzt genutzt werden.
Der eine kommt auch wieder zurück. Sehr schön. Ich hoffe, die sind dann auch wirklich gleich alle bei uns, sonst haben wir ein Problem. So, ihr grabt noch den Rest aus. Ihr seid sowieso besser am Graben als die Roten. Das geht richtig fix. Und dann tragt mir den Zug auch gleich mit rein zur Beagle. Schaut euch das an. Dann sind wir schon bei 1900 Punkten. Das innerhalb eines, naja, zwei Tage. Ja, noch mehr. So, ihr tragt den hier nach Hause. Und ich gucke nochmal, ob ich jetzt alle Leute mit dabei habe. Drei Stück fehlen mir nämlich noch. Irgendwo sind noch drei Stück. Frage ist, wo? Ach, das sind nur die drei. Nee, den haben wir alles. Ich glaube nicht, dass uns noch irgendwas fehlt. Ich gucke gleich nochmal auf der Karte, aber im Groben und Ganzen dürfte das alles gewesen sein. Sehen wir uns einmal die Visitenkarte an. Ich hoffe, ja, dass es diesmal einer unserer Kollegen ist. Kinnes vom Heimatplaneten Orgy. Seine Passion für Pflanzen ließ ihn allein zu diesem abgelegenen Planeten reisen, um dessen ungewöhnlichen Blumen zu bewundern. Der kennt sich wahrscheinlich mit den ganzen Früchten aus, die wir gefunden haben. Nein, wir haben es mit einem weiteren Gestrandeten zu tun, der aus eigenen Stücken hierher kam, ein Florist. Ich werde nie verstehen, warum man sich ohne Not auf eine dermaßen gefährliche Reise begeben sollte. Bisu Zimt Ojin. Rettet weiterhin alle, die hier gestrandet sind, was auch immer ihre Gründe waren. Ich will es versuchen, definitiv. Gucken wir mal auf die Karte. Ebene 200%, Fabriklabyrinth 100%. Es scheint, dass wir alles haben. Deswegen gehen wir jetzt zurück an Ort und Stelle und nach Hause. Und hier haben wir den Ausgang. So, dann gibt es im Prinzip an der Oberfläche nur noch eine einzige Kaverne, die wir durchlaufen können. Und dann haben wir alle Kavernen, alle drei Kavernen, die wir soweit freigeschaltet haben den Tag über, fertig gemacht. Wir müssten dann bloß noch irgendwann die Brücke nach oben nutzen, die wir freigeschaltet haben. Und den Elektrozaun haben wir auch weggemacht. Das ist gut. Gesammeltes Glycerium 490. Komplett erforscht. So will ich das lesen. Wir sind doch schon sehr gut vorangeschritten. Wir sind schon bei 45 Minuten. Ja, ich habe gewusst, dass wir das nicht innerhalb von einer Folge hinkriegen, einen Tag. Das war zu erwarten. Aber ich freue mich. Es läuft richtig gut. Und ich liebe Pikmin. Meine Fresse liebe ich's. Hier muss man sich mal Gedanken machen. Auf ganz andere Weise. Ja, das ist schon okay. Ach, die Zeit läuft schon. Lass mich wenigstens mal auf die Karte gucken. Es ist doch eigentlich nicht weit weg. Schaffe ich das nicht bis dorthin? Oh, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Kommen wir noch hin? Drei. Oh, bitte. Zwei. Eins. Ha! Wir schaffen es noch. Höhle der Hektik. Na dann los. Lassen wir die Hektik ausbrechen. Unbeendete Aufgaben an der Oberfläche werden abgebrochen. Ja, das ist okay. Höhle der Hektik. Auf geht's. Was? Du kannst die Höhle der Hektik jetzt nicht betreten, da die Sonne bald untergeht. Ach, Mann! Wir waren so gut dabei. Aber hey, die Ausbeute ist super. Ich bin zufrieden. Kein Pikmin geht verloren. Wir gehen alle zurück zum Raumschiff. Oh mein Gott, auch noch wie früher. Ach, einfach schön. Einfach schön. Ich weiß nicht, ob wir jetzt nochmal irgendwie eine Statistik sehen müssen, sollen, dürfen, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir zwei neue Leute gefunden und die werden sich wahrscheinlich erst einmal vorstellen und uns sagen, was die denn da wollten, beziehungsweise wofür sie denn jetzt überhaupt zur Verfügung stehen. Denn die werden garantiert ja mit uns zurückfahren. Wir haben ein riesiges Raumschiff. Die Shepard, die kann ja einiges transportieren. Ich bin mal gespannt. Ach, die Statistikmusik, sehr schön. Alles abgeladen. Und damit ist die Shepard jetzt größer. Zumindest schöner. Sie hat ihren Sensor zurück.
Suchradius vergrößert. Wenn wir das Radar der Shepard wiederherstellen und unseren Suchradius vergrößern wollen, brauchen wir dazu mehr Glycerium. Bitte finde es für uns. Ich bin dabei. Damit sollten wir unsere Reichweite vergrößern und entfernte SOS-Signale empfangen können. Versuchen wir es. Fast fertig. Aha, wir empfangen mehrere SOS-Signale. Hoffentlich hilft uns dies dabei, unsere vermissten Kollegen und Captain Olimar zu finden. Markiere das Gebiet, aus dem die Signale kommen, Colin. Abschlussbericht, Tag 3. Gerettet, 2 Leute. Motivation also um 2 gestiegen. Gesammeltes Glycerium innerhalb eines Tages. Boah, eine Menge. 1389. Insgesamt haben wir dort jetzt 1930. Das waren die sonnigen Anhöhen. Wir haben jetzt schon 40% der sonnigen Anhöhen geschafft. Wir sind also gut dabei, das Gebiet abzuschließen. Wir haben jetzt 35 gelbe Pikmin dazu bekommen. Es bleibt bei 6 Eispikmin. Wir haben 9 von den roten Pikmin verloren, aber 6 sind wieder gekeimt, sodass wir noch bei 90 sind. Insgesamt 131 Pikmin sind bei uns. Schätze haben wir 17 jetzt, Rettungen 3 und Zwiebeln 2. Eigentlich waren das mehr Rettungen. Wir haben ja schon die beiden anderen Crewmitglieder. Ich kann es immer noch kaum glauben, dass Captain Olimar nicht der einzige Gestrandete auf diesem Planeten ist. Nun, Captain Olimars SOS-Signal wurde durch den gesamten Weltraum übertragen. Daher ist es wenig überraschend, dass es auch Abenteurer gelockt und zu einer Reise hierher verleitet hat. Und als Rettungscrew ist es nun unsere Pflicht, jeden einzelnen von ihnen zu retten. Mir gefällt dein Enthusiasmus. Je mehr Leute wir retten, umso mehr treten wir uns allerdings im Basiscamp auch gegenseitig auf die Füße. Colin, bitte erarbeite einen Plan, wie wir das Basiscamp erweitern können. Verstanden, Chefin. Die Liste der Sachen, die ich zu erledigen habe, wird länger und länger. Rette die Rettungscrew, Hilfe für die Gestrandeten ist neu mit dazugekommen, kennen wir schon. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht so viel Rohmaterial brauchen, um das Basiscamp zu erweitern. Nun bin ich ja gespannt. Weitere Leute müssten ja dazukommen. Moin Moin. Hier geht's weiter. Hier gibt's was Neues. Da haben wir noch jemanden. Oh, ich bin dir ja so dankbar, dass du mich gerettet hast. Ich bin ehrlich gesagt immer noch ganz durcheinander. Eigentlich habe ich mich nur für die seltenen Schätze hier interessiert, aber eine Bruchlandung war nicht geplant gewesen. Oh, Verzeihung, mein Name ist Schnotz und ich bin Schatzgutachter. Ich halte meine Erkenntnisse gerne in einem Katalog fest. Ah, interessierst du dich für Schätze? Dann wäre ich sehr erfreut, wenn du dir meinen Schatzkatalog ansehen könntest. Es ist nur leider so, dass ich alle Daten verloren habe, als ich auf diesem Planeten gestrandet bin. Wenn es dir nichts ausmacht, würdest du mir erlauben, alle Schätze zu begutachten, die du sammelst? So könnte ich mit deiner Hilfe sämtliche Schatzdaten in meinen Schatzkatalog zusammenstellen. Für deine Mühen sollst du auch eine Belohnung erhalten. Du müsstest mich nur über deine Funde auf dem Laufenden halten. Gut, sammle 50 Schätze. 20 von 50 haben wir. Ja, und wir sehen die einzelnen Schätze und dazu kann er dann bestimmt auch immer was Schönes sagen. Staubbett. Ah, es ist ein Schwamm. Das sind bestimmt diese Tafelschwämme, die man früher immer hatte, um die Tafel zu wischen. Wegbereiter. Ja, ja, kennen wir auch schon. Drachenaugen, Doppelskop. Wahrheitssucher. Weil Detektive oft eine Lupe haben. Lok der Möglichkeiten. Erleuchtende Schmiere, weil sie hell ist. Erfrischende Schmiere, weil sie blau ist. Prinzessin im Speer. Was sagt er hierzu? Personenrollwagen. Schatz der Erde. Ja, es gibt verschiedene Kategorien, wo die ganzen einzelnen Dinger mit eingeordnet werden. Sehr interessant. Komm gern jederzeit vorbei, wenn du einen Blick in den Schatzkatalog werfen möchtest. Machen wir. Wir haben jetzt noch eine weitere Person, die ist hier drüben. Der guckt sich die Pflanzen an. Hallöchen, mein Name ist Kines. Vom Beruf bin ich Florist. Eigentlich bin ich zu diesem Planeten gereist, um seltene Blumen zu finden, aber dann ging alles schief. In einem Moment brachte ich noch eine wunderschöne Knospe, im nächsten bin ich plötzlich gestrandet. Also tja, Schluss mit Abenteuer. Ich habe erstmal genug vom Erkunden. Aber ganz aufgeben möchte ich auch nicht. Bei meiner Abreise soll es hier mehr Blüten geben als bei meiner Ankunft. Dafür bräuchte ich aber Hilfe. Lass auf den Köpfen der Pikmin Blumen erblühen. Erfüllen wir diese Welt mit ihrer Schönheit. Du sollst es auch nicht umsonst tun. Wenn du mir hilfst, gebe ich dir meine Steinsammlung. Na, was sagst du? Lass viele Pikmin erblühen.
300 Stück. Was jetzt? Das kriege ich so schnell nicht hin. Er hat keinen weiteren Auftrag. Also wir sehen ja immer daran, dass es so golden angezeigt wird, dass wir dort einen weiteren Auftrag haben. Blau heißt immer, wir haben mit der Person schon gesprochen. Der Auftrag, der ist bekannt, beziehungsweise es gibt nichts Neues. Hier soll es noch was Neues geben, da steht auch neu drüber. Zweifelsohne wäre deine Mission ohne meine Hilfsmittel und Items zum Scheitern verurteilt. Dafür garantiere ich. Na, dann zeig mal dein Labor. Haha, dann legen wir mal los. Wir brauchen im Prinzip noch den Frostschutz. Aber es gibt jetzt auch Erkundungsdrohne. Es empfiehlt sich, das Gelände aus jedem Winkel zu erkunden. Mit dieser Drohne behältst du den Überblick. Und den Schatzanzeiger. Dieser Sensor findet nahe Schätze und Gestrandete. So muss sich niemand mehr auf sein Bauchgefühl verlassen. Ich glaube nicht, dass wir mit unserem Hund Angst haben müssen. Da drüben, habt ihr gerade gesehen, da war so eine komische Sprinkleranlage. Die könnte natürlich unseren Eispikmin gefährlich werden. Außerdem haben wir eine Pick-Pick-Karotte. Diese ausgesuchten Karotten leben den, der sie frisst. Perfekt geeignet, um Kreaturen aufzuhalten und zu ködern. Eisbombe. Diese Bombe entzieht... Ach so, das sind Prototypen und die können wir auch herstellen? Leckere Knöpperei. Die Otschins KP wiederherstellt. Gib ihm da... kraule ihm den Bauch. Notfallkit. Ach so, okay, das sind jetzt erstmal nur die Prototypen, die ich freischalte. Und jetzt wird angezeigt, wie viel ich dafür brauche, um es herzustellen. 3 für den Knusperknochen, 5 für das Notfallkit, 2 für die Pick-Pick-Karotte und die Eisbombe braucht 8. Gut zu wissen. Ja, wir bräuchten eigentlich auch noch einen Frostschutz, dass wir gar nicht erst großartig einfrieren. Dann könnte uns nichts passieren. Aber ich möchte natürlich auch unseren guten Odgin noch weiter ausstatten mit verschiedenen Dingen. Schatzanzeige wäre allerdings auch nicht verkehrt. Zumindest, wenn wir irgendwann nicht mehr wissen, wo wir irgendwelche Schätze finden. Ich werde jetzt erstmal den Frostschutz kaufen, dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und auch die Erkundungsdrohne, die nehme ich schon mal mit. Super. Solltest du noch etwas benötigen, kehre einfach zu mir zurück. Das mache ich dann. Aber jetzt erstmal nicht. Jetzt sehen wir uns erstmal im nächsten Part wieder. Dann gehen wir wieder auf Expedition, werden uns wahrscheinlich dem neuen Gebiet widmen. Vielleicht auch im alten nochmal weitergucken, denn da haben wir wieder 2 weitere Dinge freigeschaltet. Und vielleicht kriegen wir dort auch noch mal weitere Pikmin. Ich weiß nicht, wo wir den Rest finden, ob die schon im neuen Gebiet sind oder noch im alten. Das werden wir dann herausfinden im nächsten Part. Vielen lieben Dank fürs Ansehen. Ich freue mich drauf und bis gleich hier bei Pikmin 4, auch bei Episode 7. Ich kam, ich sah, ich abonnierte den Kanal. Und ich habe ein Like dagelassen. Ich glaube, ich habe an alles gedacht.